Na dann sorgen wir da doch mal dafür, in der Schlacht um das schwarze Tor. Eine kleine Schar mutiger Männer ist von Saurons Horden umringt. Doch der Mut und die Hoffnung der Menschen sind ungebrochen. Sie wissen, dass ihr Opfer am schwarzen Tor von Mordor Frodo genug Zeit verschafft, um den einen Ring endlich zu zerstören. Und in dieser letzten Stunde kämpfen die Heermeister des Westens bis zum letzten Atemzug um ihre Freiheit. Stürmen des Schwarzen Tors. 25. März 2019, drittes Zeitalter. Leute, es bahnt sich ein Finale an und wir dürfen jetzt nur aus Helden wählen. Und ich nehme natürlich den Österreicher Gandalf, den Werner. So, spawnen. Ich bin Gandalf. Das bist du, alter Sack. Nicht. Verteidigt dieses Feld mit eurem Leben. Und da öffnet sich das schwarze Tor und herauskommen hässliche Kreaturen. Brennt! Ach, da sage ich nur da! Prost Mahlzeit, Leute! Und tschüss! So, es lief ja ganz gut. Du warte mal kurz. Lass dich mal schnell heilen. Hahaha. Ich bin Gandalf. Ich mache euch alle fertig. Wir werden auf diesem Feld untergehen. Na, sie werden auf diesem Feld untergehen. Was willst denn du, Schmuckele? Komm her! Ach, kommt! Habt mich doch gern! Das finde ich natürlich unsexy, dass hier einfach mal so schnell so ein paar Trolle dahin gespawnt werden. Ein paar ist gut. Oh oh. Boah, knick dir bitte mal ein, ihr Dreckstrolle. Krieger, kämpft! Verschafft dem Hobbit Zeit! Oh, oh. So. Und tschüss. Hui. Ihr könnt mich mal alle gern haben. So. Also ich finde, die Schlacht um das schwarze Tor läuft bis jetzt wirklich sehr gut. So, abgesehen davon, dass ich hier die ganze Zeit daneben hitte. Natürlich ist es das. Bald Feuer! Der Hobbit nähert sich den Schicksalsklüften! Er braucht Zeit! Werft sie zurück und erobert den Tor! Na. Ach, das ist jetzt nicht dein Ernst! Kann ich jetzt nochmal Gandalf spielen? Ja, ich kann nochmal Gandalf spielen. Alles klar! Mir ist nichts passiert, war nur kurz bewusstlos. Jetzt wollte ich den Typ gerade heilen. Kann ich überhaupt da hochschießen? Nee. Ein letzter Ansturm. Gleich gehört das vor uns. So. Ach, verpisst euch doch alle mal. Echt, so. Auf den Nazgul aufpassen, nicht, dass der auf einmal wieder kommt.
Na kommt schon, ich brauche das Tor jetzt. Da kommen die Adler! Wir halten das Tor! Wir haben unser Bestes getan! Ihre Hauptleute sind in diesen Türmen! Wir müssen weiter! Bringt sie zu Fall! Möge dieser Blitz sich beim Scheißen treffen! Ja. Ah, man kann auch Leitern klettern. Oh Mann, wie kann der klettert, hä? Ah! Ja, super. Das war ja ein sehr erfolgreicher Kampf. Na komm, probieren wir es einfach nochmal. Einer von vier Hauptmännern ist besiegt. Jetzt bleib mal stehen. Hell yeah. Wer bist denn du? Ja, okay. So. Versteht ihr mich jetzt besser? Danke. Vielen Dank für Ihr Verständnis. Au! Das hat wehgetan, du Bastard. Weißt du was, mein Freund? Das machen wir jetzt ganz einfach. Du fliegst und brennst. Na super. Jetzt hat er mich eiskalt besiegt. Ich muss zugeben, gegen Ende hin wird Legendär dann doch ein bisschen heftig. So. Ja, genau. Hallo? Ich habe die Flamme eigentlich geschickt. Gut, dann nicht. Naja, jetzt schicken wir erstmal den anderen in die Wüste. Komm, du alter Sack, klettere! Ich hasse diese Türme. So, zwei von vielen besiegt und du! Auf die Türme! Werft ihre Hauptleute nieder! Boah, jetzt hänge ich hier fest. Gibt's doch nicht! Da! Ach komm, da Hauptmann! Zur Not greift der Magier zu seinem Schwert und zu seinem Stab im Nahkampf. Aber warum sind das so viele? Ich kann mich nicht entsinnen, dass das... Naja gut, ich habe den Schwierigkeitsgrad auch noch nie gespielt. Das ist zwar immer die Pussy, die auf leicht gespielt hat. So, hier, empfange meine Heilung, du Sau! Was ist das Wort? Er wird verbluten. So. Leute sind gefallen. Die Türme schweigen. Saurons Mund ist der dunkle Herr dieses Reiches. Ne? Saurons Mund. Er hat den gleichen Stab wie Saruman. Ach komm, da, Saurons Mund. Mal sehen, wie er mehr kann mit seinem Stab, ha? Ich bin Gandalf, ah. Okay, er kann ein paar Sachen, er kann ein paar Moves. Das muss man ihm lassen, ein paar Moves kann er. Komm.
billige Taschenspielertricks, die er hier auspackt. Er ist nicht gut, er tut nur so. Tja, und jetzt stehst du wieder alleine da. Oh! Ja, hier, komm. Ha! Ha! Sparwitz! Kapiert ihr? Bringt Saurons Mund zum Schweigen. Der wird jetzt ordentlich vermöbelt und dann schicken wir ihn auf eine lange Reise. Zack! So, hier. Oh, der hält mir zu viel aus. Oh, Gott sei Dank. Saurons Mund wird uns nicht mehr beleidigen. Das hört sich echt nach so einem billigen Witz an. Ja, da oben ist wieder so ein blöder Kackhauptmann. Weißt du, ich fackle einfach den Turm ab. Ich bin ja gleich tot. Nein, man sollte vielleicht manchmal ein bisschen auf seine Gesundheit Acht geben. Zaudert nicht, Männer! Der Sieg ist nah! Für dich nicht, du Sack. Ach komm! Okay, jetzt brauche ich mal ein bisschen HP hier. Was bist denn du für einer? Na komm her, Rock! Zauberer, zeig, was du drauf hast! Du kannst es doch eh nicht, du Narr! Oh oh, jetzt wird es hier ein bisschen voll. So, kann ich jetzt endlich mal in Ruhe erobern. Hier, kriegst du meine Heilung, Kumpel. Na komm, jetzt holen wir noch schnell, bevor wir das jetzt hier beenden. Holen wir mal diesen Ork-Hauptmann da runter, weil der könnte vielleicht noch stressen. So. Jetzt kommen nämlich alle an den Rand und können ihn platt machen, falls ich ihn jetzt nicht eh schon in die Lava geschubst habe. Die Eroberung verdient ihr Namen zurecht. Wir müssen unser Lager halten, bis das Blatt sich wendet. Na dann. Möge es sich bitte rasch wenden, das Blatt. Okay, ich würde mal sagen, diese Angriffswelle ist vernichtet. Oh, das ist wieder ein Hauptmann. Doch er konnte meiner Macht nicht trotzen. Wow, Trolle! Warum denn eigentlich immer Trolle, Leute? Boah, das würde ich gerne. Aber es ist gerade... Oh, haha, bisschen zu voll hier. Ein Teufel werde ich überrannt. Gehe euch gleich überrannt hier. Boah, ja genau.
Ah! Oh. Naja, gesichert würde ich das jetzt nicht nennen, aber... Sieg, Leute, Sieg! Jetzt soll der schwule Hobbit den Ring endlich in die Schicksalsklüfte werfen, damit ich ins Bett gehen kann. Obwohl es in dieser letzten Stunde keine Hoffnung auf Überleben gab, wich keiner der Männer zurück. Und auch als der Feind näher rückte und die Kraft aus ihren Armen wich, hatten die Menschen keine Furcht im Herzen. Doch es war unserer Welt nicht bestimmt, in dieser Stunde unterzugehen. Denn der Ring trieb ein grausames Spiel, das selbst sein dunkler Meister nicht vorhersehen konnte. Und in diesem letzten verzweifelten Augenblick erfüllte der Ringträger seine Pflicht. Und nur einen Herzschlag später war der dunkle Herrscher Sauron nicht mehr. Und so hatte das kleinste aller Dinge unseren Triumph besiegelt. Unser Schicksal stand auf Messerschneide. Doch dann, als die Hoffnung siegte, bohrte sich dieses Messer tief in das Herz des Feindes. Und dies war die Stunde unseres Sieges. Vergiss nie, dass die Herzen der freien Völker auf diesen blutigen Schlachtfeldern niemals zweifelten und ihr Mut niemals ins Wanken geriet. Und so endete das dritte Zeitalter im Triumph und nicht verzweifelt. Und da sind wir wieder zurück im Hauptmenü. Der Ringkrieg ist geschafft, Saurons Aufstieg ist freigeschalten und an dieser Stelle darf ich mich ganz herzlich bei euch bedanken, dass ihr dabei wart bei diesem Kurzprojekt, sage ich ja mal. Ihr seid ja eigentlich Längeres von mir gewohnt. Deswegen meine Frage an euch. Soll ich Saurons Aufstieg auch noch spielen? Das hängt jetzt von euch ab. Bitte da fleißig posten. Und natürlich kann ich auch zwischendrin ein paar Sofortaktionen zeigen, wenn ihr das möchtet. Ja, hängt jetzt von euch ab. Auf jeden Fall hat mich gefreut, dass ihr zugeschaut habt und hoffe, ihr seid künftig wieder dabei. Vielleicht bei Saurons Aufstieg, vielleicht beim nächsten Projekt. Bis dahin, ich bedanke mich nochmal und sage Ciao, Servus, euer Max.